Wenn du dich zum ersten Mal mit NLP beschäftigst, erwartest du dir vielleicht von den vielen Techniken und Formaten wahre Wunderdinge. Man hat dir erzählt, dass es Knöpfe geben soll, die du drückst, damit sich dein Leben quasi auf Knopfdruck ändert. Damit soll es passieren, dass du ganz einfach alles das bekommst, was du dir schon immer gewünscht hast. Hallo, mein Name ist Chris Mulzer und ich bin Lehrer für NLP und Hypnose. Die zweite Grundannahme im Modell von NLP führt dich direkt zu möglichen Ursachen dieser Denkweise und zu den Grenzen, die dir bei der Anwendung von NLP gezogen sind. NLP entstand aus Unzufriedenheit. Die damaligen Entwickler stellten sich die Frage, was ist der Grund dafür, dass es so wenige wirklich erfolgreiche Therapeuten gibt? Und aus dieser Frage heraus entstand die Annahme, es gäbe beschreibbare Prozesse für therapeutischen Erfolg. Prozesse, die wahrnehmbar, analysierbar und damit auch lehrbar wären. Mit einer eigens dafür entwickelten Technik, dem Modeling, begab man sich auf die Spur erfolgreicher Psychotherapeuten. Eine Erkenntnis war, dass es die Sprache ist, die zwischen Therapeut und Patient vermittelt und die gewünschten Inhalte zur Veränderung überträgt. Wie also, das ist die Frage, die du dir stellen kannst, wie also kannst du deine Sprache so anpassen, dass die daraus entstehende Kommunikation dein und das Verhalten anderer Menschen positiv beeinflusst? Das Ergebnis dieser Forschungen nannte man NLP, neurolinguistisches Programmieren. NLP führte zwar am Ende nicht zu der gewünschten Standardisierung der psychotherapeutischen Prozesse, zumindest jedoch führte es zu einer Menge an sehr hilfreichen Techniken und Formaten. Dabei stieß die ursprüngliche Forschungsgruppe immer wieder auf ein wichtiges Phänomen. Die meisten Menschen, die sich verändern wollten, achteten mehr auf den Inhalt ihrer Ergebnisse und dachten darüber nach, ob und wie dieser Inhalt zu verändern sei. Ein Beispiel: Eine Frau hat Angst vor Spinnen. Damit sie die jeweils mit der visuellen Wahrnehmung verbundenen unangenehmen Gefühle vermeidet, vermeidet sie zukünftig alle Orte, an denen sie Spinnen weiß und vermutet. Das führt sie in die Irre, weil es ja nicht vorhersehbar ist, wo ihr überall Spinnen begegnen können. Wenn ihre Technik der Veränderung des Inhaltes ihrer Strategie aus dem Ruder läuft, kann es durchaus passieren, dass sie immer öfter zu Hause bleibt und sich am Ende von ihrer Umgebung abkapselt. Ich habe Menschen getroffen, die aus Angst vor Hunden den Kontakt zu ihren besten und langjährigen Freunden abgebrochen haben. Menschen, die aus Angst vor einem erneuten Unfall seit mehr als 20 Jahren nicht mehr Auto gefahren waren. All diese Menschen konzentrierten sich auf den Inhalt ihrer Erlebnisse. NLP geht da anders heran. Es fragt, und du kannst dich fragen, wie läuft der Prozess ab, durch den es zu dem unerwünschten Ergebnis kommt? Im Modell von NLP könnte die beschreibende Antwort für die Frau mit der Angst vor den Spinnen etwa so lauten. Die Frau sieht eine Spinne. Die Frau erinnert sich unbewusst an eine gleiche oder ähnliche Situation und sie erinnert sich damit auch an ihre negativen Gefühle, mit denen sie in der Vergangenheit auf Spinnen reagiert hat. Die Frau verbindet sich mit dieser Erinnerung und damit auch mit den Gefühlen und sie erlebt die gegenwärtige Situation ebenfalls mit den entsprechenden negativen Gefühlen. Der so beschriebene Prozess ist natürlich eine extrem verkürzte Form der tatsächlichen Abläufe. Er illustriert jedoch ziemlich gut, was die zweite
Grundannahme im Modell von NLP zum Ausdruck bringen will. Im NLP kannst du dir im nächsten Schritt nun die Frage stellen, wo kann ich in diesen Prozess eingreifen und ihn so verändern, dass er ein positives oder zumindest ein neutrales Resultat hat. Wenn du dich ein bisschen mit NLP beschäftigst, kennst du bereits die Antwort. Du findest sie in der standardisierten Fast Phobia Cure der FPC. Dieses Format greift im Schritt 2 des vorher beschriebenen Prozesses ein und ersetzt ihn durch einen Prozessschritt, der am Ende zu einem anderen Ergebnis führt. Mit der Fast Phobia Cure habe ich im Verlaufe meiner Tätigkeit Hunderten von Menschen geholfen, nutzlose Ängste schnell und einfach loszuwerden. Es geht im NLP also darum, den Fokus auf deine Wahrnehmung zu konzentrieren, auf das »Wie mache ich das eigentlich?« und dann, wenn du das als Prozess wahrnehmen kannst, kannst du diesen Prozess relativ einfach und auf vielfältige Art und Weise verändern und damit dein Leben sehr viel angenehmer und erfolgreicher gestalten. Willst du vielleicht ein paar Beispiele? Viele Menschen glauben, das Leben spielt ihnen übel mit und andere wollen ihnen meist Böses. Diese Menschen könnten ihr Leben mit der Suche nach Menschen vergeuden, die ihnen genau dieses Böse wollen, um damit ihre negativen Glaubenssätze zu bestätigen. Sie könnten allerdings auch den Prozess ihrer Wahrnehmung ändern und zu glauben beginnen, die Menschen wollen ihnen Gutes. Dann könnten sie nach diesen Menschen suchen und würden wahrscheinlich auch fündig werden. Viele Menschen glauben, das Universum hätte nicht genügend für sie selbst vorgesehen und bereitgestellt. Sie leben in beständigem Mangel des zu wenig. Diese Menschen könnten allerdings den Prozess ihrer Wahrnehmung verändern und glauben, dass es von allem reichlich für sie und alle anderen gäbe. Dann würden sie wahrnehmen, wie viel von allem es auf dieser Welt gibt, und aus dieser Wahrnehmung der Fülle freiwillig auf vieles verzichten können, was ausschließlich mit Konsum, Raubbau und nutzlosem Verbrauch zu tun hat. Viele Menschen glauben, die schlechten Erlebnisse ihrer Vergangenheit hätten unmittelbaren Einfluss auf ihre Befindlichkeit in der Gegenwart. Weil ein längst vergangenes Erlebnis in einer bestimmten Art und Weise verlaufen ist, sollen ähnliche Erlebnisse in der Gegenwart mit gleichem und meist negativem Erleben ablaufen. Sie könnten allerdings auch den Prozess der Wahrnehmung ändern und mit einer generell positiveren Erwartung auf neue Erlebnisse zugehen. Dann würden sie erleben, dass die Geschichte ihres Lebens an jedem einzelnen Tag neu geschrieben wird und sich jeden Tag so viele Chancen bieten, die sie ergreifen können. Viele Menschen glauben, Liebe, Zuneigung und Geborgenheit müssten sie sich erkämpfen und würden sie nicht verdienen. Sie könnten allerdings den Prozess ihrer Wahrnehmung verändern und glauben, dass Liebe, Zuneigung und Geborgenheit die selbstverständlichste Basis des Umgangs mit anderen Menschen ist. Dann würden sie auf andere Menschen zugehen können und Liebe, Zuneigung und Geborgenheit erst einmal selbst ausstrahlen können, gleichgültig, ob und wie viel davon sie zurückbekommen. Viele Menschen glauben, sie stünden unterhalb der meisten ihrer Mitmenschen und wären weniger oder gar nichts wert als die Allgemeinheit. Sie könnten allerdings den Prozess ihrer Wahrnehmung ändern und in Zukunft mit mehr Selbstbewusstsein durchs Leben gehen. Dann würden sie auch von ihrer Umgebung entsprechend respektvoll behandelt werden. Der wichtigste Aspekt der zweiten Grundannahme findet sich in der Tatsache wieder, dass jeder Mensch und damit natürlich auch du den Prozess seiner Wahrnehmung der gelebten Realität,
also deiner Gegenwart, in jedem Augenblick willkürlich selbst beeinflussen kann. Mit dieser Erkenntnis kannst du deine gelebte Realität fast nach Belieben verändern. Das vermittle ich dir in meinen Workshops. Meine Erfahrung: Hat ein Teilnehmer erst einmal gelernt, seine Wahrnehmung zu beeinflussen und die daraus resultierenden Vorzüge in den Grundzügen erfahren und in praktischen Beispielen angewandt, dann wird das Leben schnell zu einem großen Abenteuer und die damit verbundenen Experimente schnell erfolgreich. Dann führen sie meist zu dramatischen und positiven Veränderungen deines Lebens. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.